kommen Sie mal hier. Gibt es. Oh, oh, was, was vielleicht? Das wäre eine gute Sache. Du bist ja praktisch ein Zauberer der Maschinen, richtig? Oh, ich. Nehme ich gerne an, ja, wieso? Ja, ich würde sein Zauberer. Ich benötige praktisch ein. Obwohl, bald kann man ja fliegen. Das braucht man dann ja eigentlich gar nicht mehr. Dann kann man das ja alles wegmachen. Okay, dann ist das egal. Okay, folgen Sie mir unauffällig. Ich folge dir unauffällig. Ob es eine Möglichkeit gibt, das sozusagen zu verstecken und hier trotzdem so eine Art Aufzug zu haben. Aber wenn die Elytras da sind, dann ist es ja eh egal. Oh, ich bin damit drin. Boah, wir können hier aber was hinbauen. Aber das dauert dann sehr lang, bis du hochkommst jedes Mal. Ja, nee. Das, okay, warte, ich was damit trinken. Oh, da ist es. Hast du einen Trident? Leider nicht. Willst du einen haben? Ich habe vorhin einen bekommen. Oh, wenn das dein zweiter ist, sage ich natürlich nicht nein. Dann kannst du halt, weißt du, dann kannst du hier den Inyama machen. Oh. Palle, würdest bist du sagen, du auch ein Magier, dass Heiko der beste Redstoner ist, den du kennst? Aufgrund der, also, ja. Ja, oder? Das hat aber lange gedauert. Also, ja, das Problem ist, ich kenne eigentlich keinen Redstoner außer Heiko. Doch, ja, warte, ja, Joecraft! Ja! Nee. Oh, ich dachte der, schon, also, das hätte jetzt aber wehgetan im Herzen. Das ist die höchste Konkurrenz. Er kann irgendwie die Zeit manipulieren das letzte Mal und das war schon geil. Also das war geil. Man muss bedenken, Karlskraft ist trotzdem der Redstone of the Year. Okay. Mann. Gibt's da jährlich so eine Competition? Ja, ja. Und Heiko, doch, Heiko hat im April eine krasse Maschine gebaut, hat deswegen den Preis eingeheimst. Okay. Was war das für eine Maschine? Heiko, was war das für eine Maschine? Boah, das weiß ich selber nicht so ganz. Irgendwie wird mir der Titel einfach auferlegt. Ja, aber ich glaube, Heiko würde den Safe gewinnen. Ich glaube nicht, aber danke. Heiko, ich habe übrigens noch eine Frage. Habt ihr so eine Maschine oder irgendwas, dass ihr Totems en masse habt? Noch nicht, nee. Ich glaube, okay, Veni hat angefangen, ja. Aber haben wir bald hoffentlich. Ah, okay. Ja, Veni okay, hat schon so eine Farm gebaut für diese Tränke, diese Bad Omen-Tränke. Ah, ja, ausgezeichnet. Also, Heiko, du siehst ja hier diese fantastische Skybase, richtig? Ja, ja. Was glaubst du, wäre eine Maschine, die hier Sinn und Zweck hat? TNT-Kanone. Wie bitte? TNT-Kanone auf Basis-Space. Ja, lieber nicht. TNT-Regen nach unten. Genau, da war. Hier wurden doch schon so TNT-Maschinen. Ich habe mich eingeloggt und ich habe hier stand erstmal gefühlt halb im Basis-Space, die plötzlich gigantisch ist. Ja. Die geht dann noch ein bisschen weiter hier runter, ne? Die kommt noch so 50 Blöcke näher in deine Richtung. Ja, ist kein Problem. Ich habe ja sowieso hier vorne, habe ich ja von Basti Bauverbot bekommen. Also das ist kein Problem. Notfalls verabschiede ich mich aus dem Projekt mit einem großen, großen Richtung. Also ganz ehrlich, der Hate ist mir egal. Das ist krass. Das ist aber so eine Absperrung. Ja, genau. Hier nicht durchgehen, in diese Richtung nicht mehr. Hier darf ich nicht mehr bauen. Daran habe ich mich auch exakt gehalten. Also mit dem. Aber man kann ja mal gucken, ob es hier. Ja? Ja, ich glaube, der wollte mit seinem Chat reden. Ach so. Hab's nicht ganz mitbekommen. Okay, Heiko, also ich habe ja hier, wie du hier bereits siehst, habe ich eine legendäre Baumfarm. Also da bin ich ja bestens versorgt. Ja. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr. Kein Verbesserungsbedarf. Mal, genau. Stimmt, außerdem hast du ja im letzten Jahr hast du deine Baum, das weiß ich noch, da habe ich Bäume bei dir gekauft oder so. Boah, das war ein Struggle letztes Jahr. Das war wirklich anstrengend. Echt? Ja. Also die Farm, die ich gebaut habe, die war sehr schlimm. Die hat mich viele Nerven gekostet. Heiko, wie lange hast du daran gearbeitet? 3 Tage und dann hat sie nicht funktioniert? Ja. Viele Stunden. Aber warum ist das denn so kompliziert? Ich dachte, Baumfarmen sind die nicht einfach? Nee, das war so eine Baumfarm. Die konnte 5 verschiedene Holzarten farmen, also halt Akazienbäume, normale Bäume, Dschungelbäume und die wachsen ja alle unterschiedlich. Okay. Und die musste halt alle Bäume irgendwie handeln können, klarkommen können damit. Und du konntest auch umstellen, welches Holz du farmen möchtest und so. Deswegen, das war eine Riesenmaschine. Okay. Heiko, würdest du sagen, Holzfarmen sind Peak Redstone? Ja. Oh. Schon. Hey! Moin. Aber um auf deine Farmfrage zurückzukommen, Mann, nee, ich würde, guck mal,
Du hast ja hier schon den Cobblestone Generator 1.0, ja, ne? Genau, ja. Ich würde sagen, den könntest du ja upgraden, irgendwann zu einer 2.0, sodass der automatisch ist oder so. Ja, aber pst, das hatten wir schon im letzten Jahr. Oh. Ja, du hattest mir so einen Cobblestone Generator, glaube ich, im letzten Jahr gebaut. Ja, das stimmt. Ja, nee, da hast du recht. Wie kompliziert. Also, ich hätte natürlich vom großen Interesse, dann kriegt man Ärger mit Spark, wenn man eine automatische Produktionsfarm von Tieren erstellt, korrekt? Ja, da kriegt man Ärger mit Spark, das ist auch nicht gut. Aber du musst bedenken, was Spark nicht sieht, kann auch kein Ärger bedeuten. Ja, aber dann ist plötzlich was Spark da plötzlich bann. Und dann bin ich weg vom Server. Also das ist natürlich auch suboptimal. Oh, ich glaube, das wird... Warte, wie komme ich raus aus der... Kenos, höre ich nicht, wenn ich in dieser Gruppe bin? Nee, du musst V drücken und dann Gruppe und dann unten Rest Leave Group. Ah, und tschüss, ihr Loser. Hä? Hey, was? Hey. 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 Warte, ich komme wieder. Ich komme doch wieder angekrochen, Leute. ich bin doch wieder da. Tut mir leid, kleiner Paletto-Spaß. Leihen kann man auch, weil... Kedos, komm mal her, ich möchte, was damals wieso passiert steht da eigentlich, ist. Wieso steht da eigentlich Paledos? Ich dachte, du hättest einen Shipping-Name zwischen uns beiden da. Ich frage mich, egal. Folgen Sie mir. Ich möchte wieder gut machen, was damals passiert ist, als wir dir den Amboss auf den Kopf geworfen haben. Das ist sehr spät. Und die finanzielle Entschädigung, auf die warte ich immer noch, aber... Ja, das ist leider verjährt, das tut mir leid. Hörst du mich, Heiko? Ja. Ich bin das Flüster-Feature. Ich auch. Sind die in der isolierten Gruppe? Oder warum? Ach nee, die sind ja in der Gruppe, deswegen hören die uns nicht. Gruppe, deswegen hören wir die nicht. Oh mein Gott. Und wir flüstern gerade und die hören uns nicht da hinten. Das ist Peak-RP, ich gehe F1. Boah. Alter, Status-RP. Wenn die uns hören könnten gerade, wenn die wissen, was wir in seiner Bude gerade besprechen. Digga. Aber weiß er ja zum Glück nicht, ne? Heiko, du bist ein toller Mensch. Danke, Feister. Du bist auch ein toller Mensch. Oh mein Gott. Machst du in einer Woche irgendwie ein YouTube-Video, wo du sagst, ich habe jedem Craft Attack Teilnehmer jeden Tag ein Kompliment gemacht? Nee. Irgendwie habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich einfach jedem... Hä? Maxi Fly! Ich habe das Gefühl, dass ich mal jedem sagen will, dass sie ein toller Mensch sind, wenn ich finde, dass sie ein toller Mensch sind. Weil ich irgendwie denke, dass ich... mehr Positivity spreaden muss. Und ich mach das nicht extra, ich mach das so aus dem Aspekt, checkst du? Hashtag Realness. Hashtag Real. Geil. Weißt du, was ich richtig, richtig krass finde hier? Ha? Guck mal, wie, versteh, komm mal raus nochmal. Aber flüster weiter. Ja, die Sache ist, ich muss gerade die ganze Zeit, also ich kann meine Maus nicht bewegen. Wenn ich flüster, dann... Oh, okay. Ich hab mein Flüstern auf Plus. Weißt du, was ich so wahnsinnig finde? Ja? Die Aussicht von hier oben. Ja, komplett, oder? Mit Bobby? Guck mal, man sieht alles, du siehst ganz Craft Attack hier. Ne? Alter, guck mal, da hinten ist der Hub.